Und jetzt wollen wir noch den gebührenden Abschluss machen, auch was ich versprochen habe, darüber zu sprechen, wie das Ganze zusammengeführt werden kann. Insbesondere auch vor dem Hintergrund meines Lieblingsthemas, der Raumfahrt. Also mein Titel ist Werte steuern wir aus guten Ideen. Wir haben das auch schon von allen Seiten gehört, aus dem Blick der Nachhaltigkeit, aus dem Blick der Innovation und natürlich auch aus dem Blick der Effizienz auch echte Potenziale werden. Aber bevor wir das machen, reden wir nochmal über die große Raumfahrt. Den hier, den kennen wir persönlich nicht, aber wir fanden das ganz toll, diesen Spruch. Der scheinbare Umweg über Weltraumtechnologien in Extrembedingungen zwingt uns zu absoluter Nachhaltigkeit und Wiederverwendung aller Ressourcen. Das haben wir jetzt nicht gemacht, ganz schnell auf die Schnelle, Kerstin, nach dem Professor Braumgart. Das hatten wir schon vorher drin. Aber es sind sicherlich außergewöhnliche Umstände, mit denen man konfrontiert ist in der Raumfahrttechnologie. Jochen Haberkorn, du kannst da vielleicht aushelfen. Und insofern geht das nur unter Wiederverwendung sämtlicher Ressourcen. Und ich möchte ganz gerne das Bild hier aufklären, weil das hier, liebe Damen und Herren, ist die Falcon 9 von Elon Musk. Dieser Rakete, die er seit ein wenigen Jahren sozusagen auf dem Markt hat. Aber was war der Grund überhaupt, warum Elon Musk mit SpaceX eigene Raketen baut? Elon Musk, vielleicht kennt jemand die Dokumentation, die ich bestens empfehlen kann auf Netflix über SpaceX. Er war in Russland bei der russischen Raumfahrtagentur, ich weiß nicht, wie sie heißt, und hat versucht, dort Raketenstarts zu kaufen für sein Satellitenprojekt, für sein wirkliches Ziel, sein großes BHAG, also sein weit entferntes Ziel, eines Tages den Mars mit Menschen zu besiedeln. Also er denkt wirklich weit, das kann ich nicht anders sagen. Aber er hat versucht, ganz einfach Raketen zu buchen, zu kaufen in Russland, und die Kosten waren in keinem Verhältnis. Also hat er die Falcon 9 Rakete gebaut, das ist jetzt die Kurzform. Das Besondere bei dieser Falcon 9 Rakete ist, Sie sehen es ja auf der Grafik, die wir hier extra gemacht haben, das ist vom Kilogewicht, Kim, ne? $2.500 pro Kilo Start- oder Transportgewicht, ne, Transportgewicht, ist es einfach die effizienteste Rakete, die man derzeit kaufen kann. Und das hat sicherlich was damit zu tun, dass der obere Teil der Rakete ein Weg ist und der untere Teil mehr Weg. Und alle von Ihnen kennt das bestimmt, diese legendären Landungen der Raketen zur Wiederverwendung. Und wenn man sich vorstellt, dass es eigentlich SpaceX das erste private Unternehmen war, was sich aufgemacht hat, zu investieren, ein Risiko einzugehen. Elon Musk hatte mit seinem Unternehmen SpaceX 3 Versuche und war damit, nach meiner Meinung, Kim, du kennst die Story noch besser, fast pleite und hat dann einen letzten, und alle drei Versuche sind gescheitert. Das heißt, alle drei Raketen sind explodiert und hat alles auf eine Karte gesetzt und hat am Ende wirklich bei der vierten Versuch auch wirklich die Landung hinbekommen. Und hat nach dem erfolgreichen Versuch den Anruf der NASA bekommen, der amerikanischen Weltraumbehörde, und hat einen $1.5 Milliarden Auftrag per Telefon bekommen. Und das Besondere ist, dass er das scheinbar Unmögliche wieder gemacht. Er hat es geschafft, Raketen landen zu lassen, was bis dahin als unmöglich galt. Und hat nicht nur die Rakete komplett neu konzipiert, sondern hat auch das Wiederverwenden von Raketen genutzt, so wie es damals auch das Space Shuttle eigentlich auch hatte, was aber aus verschiedenen Gründen total gescheitert ist. Wenn man sich jetzt vorstellt, die normale Rakete, die Atlas V von Lockheed Martin, kostet ungefähr bei 180 Millionen Euro pro Start. Und das Besondere ist, mittelfristig will Elon Musk mit seiner Rakete einen Startpreis zwischen 5 bis 7 Millionen Dollar erreichen und ganz, ganz langfristig von, ich kann es immer noch nicht glauben, wir haben es aber recherchiert, von $12.000. Also er geht dieses Thema so an, und insofern finde ich es total spannend, weil er getrieben ist von einer Kosteneffizienz. Elon Musk will ja unglaublich viel Satelliten ins Weltall schießen. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ob das alles so in unserem Interesse ist. Das gebe ich gerne zu. Aber er ist ja dabei, ich glaube, bis zu 40.000 Satelliten ins Weltall zu jagen und hat ja schon einen großen Teil erreicht. Und das Besondere ist, bei dieser normalen Rakete ist es, dass sie halt verglüht und nicht wieder verwendet wird. Und jetzt das schönste Bild, finde ich, vom ganzen Tag, wenn Sie eins mitnehmen, neben den ganzen tollen Vorträgen,
das Bild hat mich so geprägt. Stellen Sie sich vor, eine neue Boeing 737-700 fliegt von Frankfurt aus nach New York und wird danach verschrottet. Jedes Mal, wenn eine Boeing fliegt, wird sie dann bei der Landung beim ersten Mal verschrottet. Das sind ungefähr die Kosten, als wenn man einmal eine Rakete ins Weltall jagt und dann auch zerglüht oder nicht mehr wiederverwendet wird. Und darum, auch ohne Herrn Professor Baumgart, waren wir voll auf Trip natürlich. Was sind denn die Maßnahmen der Zukunft tatsächlich? Was sind die ganz, ganz großen Hebel? Und ich glaube schon daran, genauso wie Christoph auch gesagt hat, dass wir natürlich auch im Einkauf, auch in 20 Jahren wahrscheinlich noch, um jeden Cent kämpfen müssen. Aber gleichzeitig brauchen wir ganz andere Konzepte. Und darum ist das, schließt sich das eine das andere nicht aus. Ich muss es halt, und das ist die ganz große Herausforderung, von der, glaube ich, die meiste Industrie steht, die Bälle gleichzeitig in der Luft zu behalten. Das gleichermaßen hinzubekommen, diese Dreiklang hinzubekommen in der Kommunikation, in der Aufmerksamkeit zu den Mitarbeitern hin. Hier sehen Sie nochmal das Bild und dann stellt sich die Frage, was kann die Industrie von SpaceX lernen? Und wir haben, glaube ich, vier schöne Punkte gefunden im Netz. Die erste Lektion ist natürlich, Vision, Mission, Strategie und Innovation sind eine große Einheit. Und er hat ja eine Aufbruchsstimmung erzeugt bei seinen Mitarbeitern und bei allen Investoren und Menschen mit einer Vision, die man ja kaum glauben kann, den Mars zu besiedeln. Dass Skalierbarkeit und Wiederverwendbarkeit einfach der Schlüssel ist, gerade jetzt durch dieses wunderbare Beispiel des Landens, tatsächlich den Mut zu haben, aus Fehlern zu lernen, genauso wie es Sebastian Kortmann heute auch gesagt hat, mutig zu sein, schnell zu experimentieren. Ich glaube, wenn einer auf der Welt das bewiesen hat, dass das funktioniert, dann ist es er in vielen Geschäftsfeldern. Und das Letzte, dass Innovation, Sebastian, auch Teil der Unternehmens-DNA sein muss. Und wenn wir darüber sprechen, schlage ich einen kleinen Bogen zu Value, das ist ja naheliegend. Aber wir haben es von Christoph gehört vorhin, also das kulturelle Thema, das treibt uns halt auch an. Und wir haben, glaube ich, nach 6 Jahren viele Erfahrungen darüber, was man denn tun muss, um so etwas dauerhaft einfach zu installieren. Und ich glaube, ich stehe ganz persönlich dafür, was das Bild ist. Also das Letzte, was ich will, das habe ich nämlich 20 Jahre erlebt, ist die rote Kurve. Einmalige Projekte. Und die rote Kurve ist der Grund dafür, dass ich heute nicht mehr Angestellter bin. Angestellter in meiner Firma. Sondern es muss es doch um eine dauerhafte Verankerung gehen, um einen dauerhaften Prozess, um sich so dauerhaft besser zu entwickeln. Unter Mitnahme der Mitarbeiter und im Einklang alles, was dazu gehört. Das feiern alle, das wollen alle haben, aber der Weg dahin ist hart. Und wenn wir schon bei einer großen Vision sind, möchte ich Ihnen unsere Vision noch als fast letztes mitgeben, was wir denn eigentlich so träumen. Und das ist, es hat sich eigentlich vom Tag 1 nicht verändert. Michael Stietz, der extra aus Hamburg hergekommen ist, der weiß es vielleicht noch, weil er uns auch schon viele Jahre kennt. Das war immer das Thema automatische Handlungsempfehlungen. Das ist 6 Jahre her. Wir wurden vor 6 Jahren gegründet und wir sagen eigentlich heute immer noch das Gleiche. Unsere Vision ist, dass Potenziale, egal wo sie herkommen, autonom, also automatisch identifiziert und noch automatisch umgesetzt werden. Das ist unser großer Flug zum Mars. Das hat was auch damit zu tun, dass wir immer was mit Menschen zu tun haben, dass es herausfordernd ist, jeden Tag an Maßnahmen, an Aktivitäten zu arbeiten. Das war getrieben, das ist hart, das ist aufwendig. Aber wir lassen uns treiben von der Vision. Und da haben wir auch schon erhebliche Schritte. Und ich glaube, wir werden uns daran messen lassen, dass wir Ende des Jahres da noch einen ganz erheblichen Schritt weiter sind. Also wir hatten 2010 gestartet, da kamen wir her mit einer vernetzten Maßnahmenkollaboration, klassische Savings, Michael. Dann ging es immer stärker in Richtung Controlling, Sicherstellung des Eintritts der Finanzeffekte. Inhaltlich sind wir mittlerweile bei vollständigen Einkaufs-KPIs. Letztes Jahr haben wir da die Vernetzung entwickelt, Anbindung von Lieferantenberatern, dass wir immer mehr zu einer Plattform werden. Das geht heute und das wird immer stärker genutzt. Und das ist der Weg der Zukunft. Da möchte ich gerne gleich ein tolles Beispiel bringen. Und inhaltlich geht es immer mehr nicht nur um Einsparungen, sondern es geht um Prozessoptimierung, Innovationsmaßnahmen. Und das ist der letzte Block. Wir arbeiten heute, also unsere Kunden arbeiten auch auf Klimamaßnahmen und alle unsere Mitarbeiter und ich auch, möchten eigentlich auch etwas Gutes tun, zurückgeben
Und ich glaube, das können wir mit unserer Technologie auch. Das heißt, es werden Klimamaßnahmen auf Wellness umgesetzt. Und unser großes Ziel ist, automatische Handlungsempfehlungen und Maßnahmenumsetzungen zu generieren. Darin sind wir jetzt gestartet. Und ich möchte Ihnen noch drei Beispiele mitnehmen für Maßnahmen, die aus echten Kundenprojekten kommen. Das eine ist tendenziell, Sebastian, ob es wirklich eine Innovation ist, das traue ich mich jetzt kaum gerade zu sagen, aber sie ist auf jeden Fall umsatzerhöhend. Das ist das Beispiel, dass man von kundenspezifischen Verschlüsselungen für Aftermarktprodukte vielleicht den eigenen Umsatz erhöht. Also aus der Diskussion heraus, wenn es hier sind auch Einkaufsleiter unter uns, es geht ja nicht nur den Lieferanten dazu drängen, die 1-2% runterzulassen, sondern vielleicht an Themen zu arbeiten, die für das Eigengeschäft Umsatz erhöhen sind, die sogenannte Value Creation. Und ich kann nur dazu appellieren, kreative Workshops zu machen, mit wem auch immer, an diesen Themen zu arbeiten und dann crossfunktional mit ihren Zulieferanten sogar. Und die Macht ist so groß, wenn man gemeinsam mit Partnern sowas erarbeitet. Und ja, trotzdem müssen sie vielleicht noch an Sparungen auch noch arbeiten. Die zweite Maßnahme ist eine echte Maßnahme von einem großen Kunden von uns. Nicht Körber, Michael, keine Angst. Das ist eine Klimamaßnahme. Ich habe sogar den Maßnahmenverantwortlichen vorgestern dazu angerufen, ob ich sagen darf und ob das alles so stimmt. Ich habe davon wenig Ahnung, aber ich habe mir das erklären lassen und ich glaube es. Seine Maßnahmeidee war Wechsel von PA6 Kunststoffen auf PA66. Und er hat es dabei hinbekommen, den CO2-Output sozusagen um 51% zu senken bei gleichen Kosten oder sogar etwas weniger. Er hat mir das alles ganz toll erklärt, das erspare ich Ihnen jetzt mal. Jetzt mache ich nur einen Schritt weiter. Dieser Spezialist, und er hatte wirklich eine Leidenschaft daran, das Thema zu erklären. Was wäre es denn, wenn er in einem Netzwerk von Unternehmen, dass dieser Spezialist vielleicht auch anderen Netzwerkpartnern zur Verfügung steht? Und dass diese Idee nicht nur eine Idee bleibt bei dieser Firma, sondern dass vielleicht diese Idee im Netzwerk verteilt wird. Und das ist etwas, woran wir arbeiten, was eigentlich heute schon geht. Es ist ja toll, dass die eigenen Maßnahmen getrackt werden und die eigenen Ideen im Konzern verteilt werden. Aber wie geil wäre es denn, wenn man doch gemeinschaftlich, Schwarmintelligenz, Christoph, an solchen Themen arbeitet? Und das finde ich richtig stark. Das letzte Beispiel ist auch ein echtes, Jochen. Richtung Effizienz würden wir als Tendenz einordnen, also eine Gusstraverse anstelle der Schmiedetraverse für Achsenbremsen. Also das sind alles spannende Themen und wir haben bewusst mal ein paar rausgenommen. Wir haben zehntausende Maßnahmen mittlerweile und die Menschen, die wir kennen, die auch so vernetzt arbeiten, die haben so kluge Ideen, lasst uns doch diese Ideen verfügbar machen. Neutralisieren, dass da kein Geheimhaltungsstoß, kein NDA-Verstoß hinter ist. Aber ich bin, wenn wir wirklich aufbrechen sollen für Erneuerung, ob das eine Klimamaßnahme, Innovationsmaßnahme oder Kostenreduktion sind, wie geil wäre es doch eigentlich, dass so ein Netzwerk daran arbeiten kann und dass dadurch Vorschläge kommen. Und an diesen Themen arbeiten wir. Also insofern, am Ende trotzdem ist es eine harte Arbeit. Wie gesagt, ein paar Kunden sind hier, die wissen das. Hinterhergehen, anrufen, die Leute in den Arsch treten, Entschuldigung. Das gehört einfach dazu. Es ist kein Selbstläufer. Ich kann mir vorstellen, Kerstin, dass es auch einige Arbeit war, das Thema eurer Innovation auf die Straße zu kriegen. Das war sicherlich kein Selbstläufer. Das ist unsere Vision, das ist Salesforce. Und wir wollen das, was für Salesforce, für Pipeline-Management, zur Umsatzsteuerung von Neukunden macht, wollen wir halt zur Ergebnissteuerung beitragen. Und wenn wir nochmal zeigen, was wir erreicht haben nach 6 Jahren, also das sind echte Zahlen. In der Gesamtpipeline aller Kunden haben wir 750 Millionen Euro an Ergebnisverbesserung drin. Über 100.000 Tonnen an CO2-Klimamaßnahmen wurden dokumentiert und umgesetzt auf Valudes, was ich ziemlich geil finde. Und wir haben mittlerweile 25.000 Maßnahmen über alle Value Streams generiert. Von diesen 750 Millionen sind leider ist ziemlich wenig an uns geflossen. Daran arbeiten wir noch. Bis gar nichts, aber trotzdem ist es eine beeindruckende Zahl. Und ja, ich glaube, wir sind auch stolz mittlerweile auf die Kunden, die wir haben. Letztes Bild. What's next? Ich bin angefangen bei der Mondlandung 1969, bin rübergeflogen zu SpaceX, der alles disruptiert hat
Und ich sage jetzt, selbst SpaceX wird wieder disruptiert. Dadurch, durch ESA Aerospace hier aus München, die insbesondere mit 3D-Druckern die Raumfahrt effizienter machen. Durch andere Verfahren. Und das ist das ziemlich geilste Ding. Das ist ein Startup in den USA. Spin Launch heißen die. Die katapultieren Raketen ins Weltall. Hat sogar schon funktioniert. Ist wirklich irre. Ist wirklich irre. Und die nächste Geschichte ist noch ein bisschen spaciger. Der Space Elevator, Kim, wo es wirklich Versuche gibt, den zu bauen. Das heißt, selbst diejenigen, die sich darauf ausruhen, die Innovatoren zu sein, werden schon wieder disruptiert. Auch wenn das vielleicht Hirngespinste sind, aber das hat man bei einer landenden Rakete auch gedacht. Insofern bedanke ich mich für Ihre und eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche mir noch einen schönen Abend. Ich bedanke mich vor allen Dingen an meine tollen Gäste, an meine tollen Speaker, die viele Zeit auf sich genommen haben zur Vorbereitung. Und ich freue mich noch, wenn Sie noch ein bisschen bleiben für ein Abendessen. Vielen Dank.